So, ihr erinnert euch an das Auto. Es hat alles nichts genützt. Wir haben jetzt komplett alles auseinandergerissen. Hier sind die Teile. Die Nockenwellen sind in Ordnung, weil einer hat auch geschrieben, die Nockenwellen sind eingelaufen. Nockenwellen sehen super aus. Ja, dann gucken wir uns hier mal die Kolben an. Also was sofort auffällt, wenn man so von oben schaut, die zwei mittleren, die sind auf jeden Fall sauberer, die sind ausgewaschen. Man kann sogar das Datum lesen, da steht drauf 17.08.2005. Ne, da wurden die Kolben hergestellt. Die Laufbuchsen sehen auch noch okay aus. Die sind auch nicht gebrochen, also die Kolben, die haben keinen Stegbruch. Ich kann den einmal hochkommen lassen hier. Dann ist hier dieses Kolbenspiel kaum vorhanden. Hier auch kaum, also ganz leicht. Ich glaube, die Kolben, die sind in Ordnung. Also der eine Kolben hier, der zweite, der hat nichts. Sonst würde man es ja sehen. Und wenn dann ein Kolbenring gebrochen ist oder so, würde man das an den Zylinderwänden sehen. Die sind halt nur sehr ausgewaschen. Ne? Also da war auf jeden Fall eine heiße Verbrennung. Ja, das sieht soweit alles gut aus. Ich glaube, jetzt gucken wir uns den Zylinderkopf an. Wenn man mal so drüber guckt, also die sehen alle eigentlich so, ja, gleich verrußt aus. Aber bei dem hier, das haben wir schon mit dem Endoskop gesehen, also das ist extrem rot geworden, als ob es mal richtig heiß geworden ist. Und ich glaube, da liegt der Fehler. Entweder nehme ich es jetzt raus oder ich gucke sofort mal, ob. Oder ich mache es mal richtig heiß mit dem Föhn. Und dann gucke ich, ob das sich irgendwie so ein bisschen ausdehnt und dann nicht ganz dicht ist. Ich glaube, das. Ja, das sieht auch jetzt schon ein bisschen undicht aus. Obwohl, also. Ja, ist schwierig, sowas zu sehen. Und wenn ich hier reinleuchte von unten. Ja, ich muss mal eine Zündkerze reinmachen. Und dann leuchte ich mal von unten und dann gucke ich mal, ob man da irgendwas sehen kann. So, ich möchte jetzt so schauen, ob das dicht ist, indem ich hier einfach mal so Bremsenreiniger reinmache. Und ich kann es kaum glauben. Und wie man sieht, läuft das hier raus. Also ist das wirklich das Auslassventil undicht? Oder beide? Es läuft so raus, läuft so durch. Tja, Wahnsinn. Ne, läuft hier aus der Auslassseite raus und die Einlassseite ist dicht. Ich nehme die beiden mal raus, die beiden Auslassventile und dann gucken wir uns die genauer an, was da Phase ist. Aber ganz klar zu sehen, ich kann es auch noch mal. Ich mache es noch mal trocken hier. Da kommt sofort, kann man das sehen? Wird sofort wieder nass. Das ist ja wohl eindeutig. Hätte man genauso mit einer Druckverlustprüfung feststellen können, aber ja, dann hätte man auch den Kopf abnehmen müssen, ne? Ja, man weiß nicht, also das Auto ist ja wie gesagt von 2006 und hat erst 90.000 gelaufen. Ich nehme die zwei Ventile mal raus und gucke mir das mal an. Wer weiß, wie der gefahren wurde? Ja, Kurzstrecke ist auch nicht immer gut.
So, schaut euch das an. Ja, wahrscheinlich mal richtig schön heiß geworden. Also das erste. Ein bisschen eierig. Jetzt probiere ich das andere, was so rot war. Ja, ein bisschen. Ja, vielleicht ist es auch lang gezogen oder man weiß es nicht. War auf jeden Fall undicht. Ihr seht nicht doppelt, sondern ich habe wirklich nochmal genau den gleichen Zylinderkopf. Ja, der ist original, also da ist nichts. Der funktionierte, der Kopf hier, der. Ich glaube, ich tausche komplett den ganzen Kopf, bevor ich jetzt, wer weiß, wie die Ventilsitze sind, ob die noch hundertprozentig dicht werden. Hier weiß ich, da hat es hundertprozentig funktioniert. Den kann man immer noch hinterher aufarbeiten. Der hatte auch erst hier, ich glaube, knapp 100.000 gelaufen, also genau wie der. Und ich glaube, ich baue den komplett um. Man weiß ja nicht, wie heiß ist er geworden. Wie heiß sind die Ventile geworden. Das Risiko ist sehr hoch. Ne, wir machen den hier sauber, machen die Ventilschaftdichtung trotzdem einmal neu. Ja, da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ist eine zeitwertgerechte Reparatur. Nur mal eben so zur Kontrolle hier, habe ich jetzt hier auch mal überall Bremsreiniger reingemacht. Und hier ist es auf jeden Fall dicht. Also den machen wir später mal fertig, den lassen wir hier liegen. Tada, Auto ist wieder zusammengebaut. Haben wir jetzt nicht gefilmt, den ganzen Umbau ist vielleicht auch langweilig, gibt genug Videos von. Der andere Kopf ist drauf, dann haben wir den Zahnriemen komplett mit neu gemacht, natürlich die Hydrostößel, vielleicht kann er deswegen auch noch ein bisschen klappern. Oder nee, dürfte eigentlich nicht, weil die sind, glaube ich, die sind ja aufgepumpt, ne, wenn die neu sind. Wasser ist drin, Öl gewechselt. Und ihr seid jetzt beim ersten Start dabei. Läuft ja auf Anhieb sehr gut. Ohne Geklapper, ohne alles. Ich habe den wirklich gerade nicht vorher gestartet. Ja, jetzt heißt es warm laufen lassen und dann Probe fahren. So, die Probefahrt ist durchgeführt. Auto läuft wirklich perfekt. Der wackelt kein bisschen mehr jetzt. Der läuft seidenweich. Entlüftet ist auch, also Wasser ist auch genug drin wieder. Trotzdem fahre ich den nochmal ein, zwei Mal so, um wirklich zu gucken, dass er auch kein Wasser, kein Öl verbraucht. Aber sollte er eigentlich nicht. Gut, dann war es das hiermit und tschüss.